Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sikari. Heute am 26. Februar um 21.20 Uhr. Wir sind immer noch auf dem verbuggten Flugschiff, kämpfen hier gegen Raupi-Soldati-Linis, die uns mal freundlich, mehr oder weniger freiwillig vorbeilassen. Freiwillig und freundlich. So habe ich doch meine Genossen gerne. Genossen, Moment, bin ich jetzt Russe oder was bin ich jetzt? Kommunist? Wenn nicht jeder Kommunist sagt Genossen, aber ich glaube jeder, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Da fragen Sie lieber den Russen und den Arzt und Apotheker Ihres Vertrauens. Aber das meine ich dann auch wirklich ernst, also jetzt nicht irgendwie Drosten fragen oder so. Denn ja, ich weiß, der ist allwissend, aber auch nur im Bereich des Dummsinns. Also fragt da lieber einen anderen. Und vielleicht kann man mich aber eines Tages um Rat und Tat fragen, wenn es darum geht, das Level zu schaffen. Und ja, das klingt gar nicht mal unrealistisch, weil wir ja gerade auch den Mittelpunkt erreicht haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben habe ich. Eines. Oh, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ich schätze, ich kann auf diesen Dingsies da nicht stehen. Ja, das war jetzt das einzig Richtige, da diese Riesensprünge zu machen. Da ist der Wichser doch eiskalt zurückge... Warte mal, hast du dir das so gedacht, dass ich den verwende? Wenn ja, dann habe ich jetzt ein Problem, weil der vielleicht nicht mehr wiederkommt. Oder reicht es? Das reicht nicht. Bist du jetzt so einer, ja? War das einer von diesen, wenn du den Sprung nicht sofort schaffst, dann kannst du... Fick dich, ganz ehrlich. Nee, sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Das ist sowas macht man einfach nicht, okay? Schon gar nicht, wenn das Level schon so seine gewisse Länge hatte. Also nicht, dass ich es jetzt hundertprozentig noch im Kopf hätte, aber... So, du machst das einfach generell nicht, okay? So, vielleicht ganz am Anfang des Levels, aber ansonsten... Ja, das war wahrscheinlich so wieder nach dem Motto, er hat sich das so vorgestellt und er geht nicht davon aus, dass man das verkackt, aber man darf sich doch wohl mal paar Sekunden umschauen dürfen, oder nicht hier? Sollen das? So, ja, hier zack. Und dann müssten wir ja gleich da... Wobei, gab es ja nicht noch richtig krasse Allahu Akbar-Sprünge? Genau die hier. Zack. Ja, da bin ich jetzt halt natürlich dementsprechend ein bisschen ungeduldig. Weil das ja jetzt nicht hätte sein müssen. Finde ich tatsächlich unfair, dass ich mich jetzt damit rumschlagen muss. Nehmen wir den einen oder anderen Schaden nochmal mit. Ich glaube ja eh, dass ich hier gleich nochmal ein Herz... Da, ja. Da leckt es auch wieder. Ja, genau so. So hat er sich das vorgestellt. Ich meine, funktioniert ja auch, klar, wenn man es denn weiß. Wenn nicht, dann ja, hast du halt Pech gehabt. Und ich würde mal sagen, du hast jetzt auch Pech gehabt, weil es war kurz vorm Ende. Weil ich hier Safe-States mache, würde ich sagen, ja. Einfach... kurz vorm Ende mal so einen Sprung machen, ne? Kann man mal machen und dann bist du auch noch so eine arme Wurst wie ich. Hast nur ein Leben, musst den ganzen Scheiß nochmal machen. Da kann ich nur sagen, da ist Friede, Freude und Spaß für die ganze Familie geplant. Und mit Spaß meine ich eine Massenschlägerei, weil weder der Zocker noch die Zuschauenden das einsehen. Du bist sehr freundlich. Xyria. Was geht, Anna? Erinnerst du... Remember to watch out for that water. Didn't your witch powers make it dangerous for you? Oh, ich darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil ich anscheinend ein Teufelsfruchtnutzer bin. Also den... Ja, den zweiten Teil habe ich mir tatsächlich gerade ausgedacht. Aber vielleicht ist das ja die Inspiration. Ja, ich meine, du hättest ja auch... Ja, wobei... Ich wollte gerade sagen, wie umgeht man solche komischen Story-Twists? Naja, du hättest halt Lava statt Wasser nehmen können, aber das hätte wahrscheinlich ästhetisch nicht gepasst. Okay, verstehe. Ist es denn bei ihr andersrum? Darf sie denn in Feuer baden? Stellt euch mal vor, ihr habt einfach Anna als Freundin, ja? Und die sagt einfach, mach mir mal das Wasser, bereite mal das Wasser vor oder so, bereite mal die Lava vor. Sie ist so eine, da hast du kein Mitspracherecht, ja? Wenn es darum geht,
eine gemeinsame Wohnung zu finden. Die muss irgendwo in der Nähe vom Ätna sein. Ansonsten hast du da echt ein Problem. Und alle so, wow. Ich dachte, der Raven hat überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ich muss sagen, der Ätna ist auch der einzige Vulkan, der mir einfällt, von dem ich weiß. Und da habe ich mir auch eine schöne Eselsbrücke gebastelt. Es gibt nämlich bei Disgaea, das ist eine sehr, sehr schöne Hardcore-Rollenspielserie, eine Charakterin namens Ätna. Wer weiß, vielleicht hat sie ja da auch ihren Namen her. Und daher habe ich mir das gemerkt. Was? Der Vulkan, so einmal so im Geografieunterricht, der Vulkan heißt Ätna? Moment! Da war doch was. Ja, und glücklicherweise war da auch noch ein Leben, welches mir zugeflogen ist. Das wird mir jetzt schätzungsweise dabei helfen, den Checkpoint in Anspruch zu nehmen, sofern ich einen hatte. Ich weiß nicht, ob hier einer ist, aber ich mache hier mal einen Safe State. Ja, doch, das war gerade eben. Dann ist ja feini. Ja, dann muss ich den... Wie hab ich das gemacht, Leute? Wie hab ich das gemacht? Wie bin ich da eben... Was? Ach so. Habe ich wahrscheinlich vorhin genauso gemacht. Ich war aber leider in meinem Ätna-Liebe vertieft. Ich muss sagen, Ätna fand ich auch sehr, sehr scharf. Ja, das, hat ja so diesen dämonhaftigen Succubus-Citären Charakter. Ja, also wenn ich wählen muss zwischen Ätna und Flon, würde ich definitiv Ätna nehmen. Aber gut, das habe ich zumindest mit 14, 15 gedacht. Mittlerweile könnte ich euch noch 53.000 andere Anime-Charaktere aufzählen, auf die ich stehe. Also von daher, Claire, Ari. Aber gut, wir wollen jetzt mal nicht meine Liebeleien hier zählen. Ja, das hat eh kein Ende, von daher. Und wer weiß, vielleicht würde ich ja die liebe Anna hier auch mit rein tun, aber dafür müsste man mir vielleicht noch eine etwas hochauflösendere Version von ihr geben, aber das wird vielleicht auf sich warten lassen. Mal schauen. Mal gucken, was in hier passiert in dem nächsten Level 4-6. Erstmal natürlich wieder, wobei nein, wir machen jetzt keinen Safe State. Natürlich kann ich mich jetzt nicht direkt umbringen. Und ertrinken kann ich auch nicht, weil das ja hier auch geplant ist. Ja, das sind halt immer so die Momente, ne, wenn man sterben will. Im echten Leben würde ich einfach sagen, ja, sicher ist sicher, vom Hochhaus springen oder so. Aber nein, noch nicht mal hier im Spiel hat man Hochhäuser, wenn man sie braucht, ja. Oder Gegner, die einen sofort töten. Aber das, man muss ja auch dazu sagen, dass das hier natürlich ein besonderes Spiel ist. Da hat man auch einfach generell sowieso viel zu viel von allem, lebenstechnisch. So, okay, hätten wir das jetzt auch mal geklärt und... das ja, das war auch früher, weil das tatsächlich mal ein Running Gag. Aber was soll ich sagen? Irgendwann hattest du die Resident Evil-Teile durchgeballert und Claire... Gut... Ich hätte noch Resident Evil Revelations 2, okay. Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Obwohl ich ja PlayStation Now Besitzer bin und das da quasi drin ist. Das sollte tatsächlich auch irgendwann mal kommen, aber ich habe ja erstmal genug von dem AAA-Scheiß. Beziehungsweise von dem 24/7-Gerede-Scheiß. Ich bin ja immer noch... Ach, scheiße. Ich bin ja immer noch mit, wie man merkt, Metro und so weiter beschäftigt. Ich würde dann die nächsten Monate erstmal gerne was spielen wollen, wo ich nicht im Nachhinein 85 Milliarden Jahre im Schnitt sitzen muss. Und ob ich für dieses Level 85 Milliarden Versuche, Tage brauchen werde, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Sekari. Ich finde es schön, dass ich Pause gedrückt habe, aber sich der Hintergrund mir einfach widersetzt, ja. Das sind Sachen, die erlebt man auch nur hier. Selbst in einem Spiel kriege ich nicht den hundertprozentigen Respekt, den ich meiner Meinung nach verdient habe. Das ist sehr traurig. Einmal bitte Mitleid in die Kommentarsektion und dann, ja, können wir dem Level in der nächsten Folge mal sagen, mal zeigen, was ich einfach davon halte, wenn man sich mir widersetzt, ja. Wenn ich sage, das Spiel ist pausiert, dann möchte ich, dass sich hier nichts mehr bewegt, okay? Ob sie nun passt oder nicht.
Aber ja, für den Moment muss ich mich wohl geschlagen geben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.